Ja! Aha. So, weiter geht's im Porsche Club mit Rennen Nummer 2. Road Atlanta Full Circuit. Ich hoffe, dass ihr eben das erste Rennen mitverfolgen konntet. Ich bin ja Erster geworden und ja, eigentlich war es am Ende recht easy. Ich habe ein, zwei Runden gebraucht, um mich zurechtzufinden auf der Strecke mit dem Auto, mit dem Auto auf der Strecke. Und jetzt das zweite Rennen im Porsche Cup, Road Atlanta Full Circuit. Ja, Game Capture HD hat mir da wieder leider einen kleinen Streich gespielt. Zumindest, wenn ihr es nicht sehen konntet, wenn ihr es eben doch komplett sehen konntet, das erste Rennen, dann war alles gut, weil zumindest während des Rennens eben kam da auf einmal Störung. Und da habe ich jetzt nach dem Rennen gesagt, so, ich mache jetzt einmal Stopp und starte neu. Das habe ich jetzt gemacht. Jetzt sieht es erstmal so aus, als würde es wieder funktionieren, als würde es erstmal wieder laufen. Und im Moment ist es ja immer so, dass ich mit einem Auge immer auf dem Laptop bin. So, los geht's hier. 3, 2, 1, los. Oh, da zischt auch der Blaue wieder los. Oh, oh. Mal gucken, ob ich hier eine Chance habe. Die Strecke bin ich auch schon mal gefahren. Ich kann mich gerade nicht komplett an den Verlauf erinnern, dieser Strecke. Drei Runden. Also da kann ich... Oh! Gemütlich erstmal eine Runde versuchen, dran zu bleiben. Bevor ich mir dann überlege, wann hole ich ihn mir? Kann ich mir überhaupt holen? Was auch immer für ein Porsche da vorne. Der gibt richtig Stoff. So, also hier. Jetzt kommt es natürlich gleich auf die Speed an. Ich glaube, hier kommt eine ziemlich lange Gerade jetzt. Und auf jeden Fall sieht es so aus, als könnte ich mithalten. Zumindest hängt er mich nicht ab. Das ist schon mal gut. Naja, doch ein bisschen jetzt. Aber zumindest nicht so übertrieben, dass ich sag so, weil wegen der Höchstgeschwindigkeit habe ich dieses Rennen nicht gewinnen können. Nö, alles im Rahmen. Oh, jetzt gehe ich vorbei. Wow. Oh. Oh. Ja, er kann weiterfahren. Glück gehabt. So, ich denke mal, dass ich auch dieses Rennen gewinnen kann, auch wenn ich von der Streckenführung her total unsicher bin. Bin diese Strecke hier erst einmal gefahren. Das war mit dem Audi und der Audi war ja nahezu perfekt. Ihr erinnert euch. Zumindest die sich die Rennen alle angeguckt haben. Mit dem Audi konnte ich echt gut fahren. Porsche war bisher kein gutes Omen für mich. Trotzdem habe ich mir wieder einen genommen. Und ja, was soll ich sagen? Das Ergebnis seht ihr. Ich bin ja gespannt nach dem nächsten R3 Cup Race Rennen. Was ich da für ein Auto bekomme. Man kommt ja nach jedem Saisonrennen, bekommt man ja immer ein neues Auto. Und jetzt zuletzt war es ein Porsche, mit dem ich hätte diesen Porsche Cup fahren sollen. Aber, oha, da ich ja schon einen Porsche hatte, fahre ich auch mit dem jetzt hier diesen Porsche Cup. Oh. Ja, die letzte Runde war ziemlich fehlerbehaftet. Ziemlich fluschig. Dementsprechend ist der Konkurrent, das Konkurrenzfahrzeug auch im Nacken. Sieht eher aus wie ein Ferrari als wie ein Porsche. Muss ein bisschen aufpassen, dass der nicht auf einmal an mir vorbeifährt, weil ich hier rumdödel. Naja, er scheint es ernst zu meinen. Ich fahre auch nicht voll am Limit. Versucht das Rennen jetzt eigentlich nur nach Hause zu fahren.
fahren. Ja, beim nächsten Mal anbremsen muss ich darauf achten, dass er mich nicht überholt. Oh, eigentlich habe ich genug Vorsprung. Also beim Beschleunigen habe ich gegenüber dem jetzigen Konkurrent, Hauptkonkurrenten echte Vorteile. Oh! Oh! Ja gut, da habe ich geträumt. Da wäre ich jetzt nur darauf konzentriert. Ich mache mal hier weiter. Okay, das hat geklappt. Ja, das war's. Rennen Nummer 2. Ganz klar gewonnen. Und diesmal hat auch die Game Capture HD scheinbar gut mitgespielt. Deswegen geht's hier mal direkt weiter. Zweites Rennen, zweiter Sieg. So, Autostufe 4 habe ich schon erreicht. Leider geht es ja nur bis maximal 5. Ja, ich will mein Auto aber nicht tunen. Ich bin ja eigentlich vom Auto her sehr überlegen. Also wenn ich hier auf Maximum fahren würde, hätte ich, glaube ich, noch mehr Vorsprung, als wie ich das jetzt schon hätte. Aber okay. So, das war Nummer 2. Jetzt kommt Rennen Nummer 3. Das werdet ihr natürlich auch noch sehen. Sind ja recht kurze Rennen zwischen den Hauptveranstaltungen, sage ich jetzt mal. Sunset Peninsula Raceway Club Circuit. Mal gucken, was das wird. Ist das ein Rundrennen? Schade, dass man jetzt den Streckenverlauf nicht sieht. Könnte auf jeden Fall ein Rundrennen sein. Ja, bin ja ganz gespannt jetzt, wie das hier weitergeht. Ja, vom Leistungsindex, wo es hier gerade steht, ich habe ja 743 oder so und eigentlich darf man nur mit maximal 700 am Porsche Cup teilnehmen. Ja, scheinbar einfach nur, weil ich einen Porsche habe, mit dem kann ich hier fahren. Ich habe zwar extra für diesen Cup einen Porsche geschenkt bekommen von Porsche, das ist genau der, den ich glaube ich schon mal hatte, mit dem ich aber überhaupt nicht zurechtkam und deswegen habe ich versucht, mit diesem Auto hier dran teilzunehmen und es klappt, warum auch immer. 3, 2, 1, los! So, nein, kein Rundrennen. Och, hier bin ich. Oh, der Gelbe, der hat aber. So, das wird. Oh, hier bin ich aber. Oh, oh, oh. Ja, mit dem anderen roten Porsche, den ich mal hatte, konnte ich hier überhaupt nicht fahren. Kann ich mich dran erinnern, das ging gar nicht. Das hier ist eine echte Wohltat, dieses Auto. Oha. Also, da gibt es nur den roten vorne, was auch immer das für ein Auto ist. Aber alles, was dahinter kommt, nur schwach, überhaupt nicht ernst zu nehmen. Wenn ich dieses Rennen gewinne, kann ich im nächsten Rennen ruhig mal Zweiter werden. Und ja, ich fahre hier nicht mal am Limit. Ich gehe nicht mal in den Windschatten. Oh, jetzt. Aber auf der Geraden ist der schneller. Oh, jetzt zieht er mir deutlich weg. Oha. Uiuiui. Also auf einem Rundkurs hätte ich wahrscheinlich keine Chance gegen diese Rakete da vorne. Oh, das wollte ich nicht. Der Porsche, der aussieht wie ein kleiner. Was heißt klein? Eigentlich sieht er echt aus wie ein Ferrari da. So, in der nächsten Runde muss ich mich auch mal wirklich konzentrieren, damit ich mir mal Gedanken machen kann, wo ich den dann überholen könnte. Die Runde war echt nicht gut. So, volle Kanne hoch. So, auf der Geraden habe ich eh keine Chance. Also hier zieht er richtig weg. Ich denke mal, ohne Heckflügel wäre ich vielleicht wieder ein paar km/h schneller. Aber naja, egal. Jetzt muss ich gleich in den Kurven gucken, dass ich das alles irgendwie hinbekomme. So. So, volle Konzentration. Ist
Sobald ich rede, ist natürlich nichts mehr mit voller Konzentration. Ja, ist klar. Oha, das wird in der letzten Runde gleich richtig schwer. Ich muss jetzt gucken, dass ich dicht genug dran bin. Ah, verdammt. Ah, der zieht weg. Das ist aber auch ärgerlich. Trotz Windschatten zieht er hier richtig weg. Das ist fast schon wieder... Ja, oha. Alter Falter. Alter, wo will denn der hin? Ja! Aha. Ich muss ihn gleich nur auf der Geraden hinter mir halten. Also die Strecke... So, jetzt wird es gleich richtig interessant. 1,2 Sekunden in der letzten Messung, aber das... Oh. Reicht es? Wird es reichen? Komm schon, komm schon! Komm schon! Wow! Es hat gereicht. Er hat mich zwar jetzt nochmal wieder überholt auf der Geraden, da kurz nach Ziel. Aber... Puh. So, Autostufe 5 noch nicht erreicht. Ein Rennen ist noch. Und dann kann ich mit dem Porsche auf jeden Fall auch nochmal im nächsten Rennen antreten. Also im R3-Dings, Mewis, Cevis, Clevis. Ja, das war echt anstrengend gerade. Und ich glaube, ich muss gleich niesen. Meine Nase juckt zumindest. New York Circuit Full... Full Circuit Reverse. New York City kenne ich ja. Oder New York Circuit. Full Circuit bin ich auch schon das einige Male gefahren. Auch zuletzt mit dem Audi RS8 5,2 TFSI. Ja, das war ein tolles Auto. Und ist natürlich fraglich. Hätte ich den natürlich aufs Maximale immer weiter getuned, ob ich jetzt hätte mithalten können. Aber irgendwann erreicht man natürlich Autostufe 5 und dann... Es ist an der Zeit, ein neues Auto zu nehmen. Ist eine komische Regelung, aber so fährt man natürlich ständig mit einem neuen Auto rum. Ist natürlich auch ganz cool gemacht irgendwo. Hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. New York Circuit, ja. Rennstarten, 4 von 4, 3 Siege in Folge. Das heißt, wenn ich jetzt Zweiter werde, bin ich immer noch Gesamtsieger. Ich darf nur nicht wesentlich schlechter als Dritter werden. Ich glaube, Dritter würde auch noch reichen. 3, 2, 1, go! Oh, wo starten wir denn hier? Ach nee, doch. Nee, hä? Oh Gott, das geht jetzt diesmal andersrum. Oh ja, das geht andersrum. Ungewohnt, aber okay. Vielleicht kommt die Rechtskurve. Alter, wie viel habe ich denn Vorsprung? Wo kommt der denn her? So, jetzt kommen hier diese komischen... Wow, wie ich da durchgeschlittert bin. So, da kommen noch mehr. Alter, was habe ich denn für einen Vorsprung? Das nennt man ja unantastbar hier. Alter Falter. Das Ganze 4 Runden lang ohne Konkurrenz. Das macht doch keinen Spaß. Volles Risiko.
Und jetzt muss ich hier. Oh, 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 oh! Auto hat richtig einen abbekommen. Jetzt zieht richtig nach links. Ob ich damit noch... Ob ich damit das Rennen noch gewinnen kann, ist jetzt sehr fraglich. Ich glaube, ich hätte mal zurückspulen sollen. Oh, oh, oh. Also mein Auto ist so stark beschädigt. Verdammt! Kann ich so weit zurückspulen? Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal aus. Ich hätte es viel früher machen sollen. Ja, hoffentlich spule ich jetzt nicht umsonst zurück. Und das heißt, irgendwann weiter geht nicht. Ich muss natürlich bis zum Crash. Oh Gott, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl. So weit bin ich noch nie zurückgegangen. Nein! In der Tat, ich kann nicht ganz zurück. Okay, da muss ich es halt versuchen. Sind ja nur zwei Runden, die ich so durchhalten muss. Fast 5 Sekunden, 4,9. Oh Gott. Ich verliere eine Sekunde pro Kurve quasi. Nein! Puh, da habe ich mein Auto richtig zerledert. Komm, das reicht. Mann, der ist so... Die holen so schnell auf. Ich glaube, da lohnt es sich nicht mal Kampflinie zu fahren. Oh, der Gelbe ist auf... Naja, der kann ruhig vorbei. So, in der Tat, eine Runde. Nur den Roten danach, den darf ich nicht vorbeilassen. Beziehungsweise eine Position ist nicht schlimm. Das... Ja, diesmal hat es gut geklappt. Oh, die sind direkt dran. Okay. Ich muss es versuchen, gerade den Roten so lange wie möglich. Okay, reicht. Reicht. Mann, Mann, Mann. Das Auto ist so im Arsch. Es bremst nicht mehr richtig. Ah, nein, nein, nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, letzte Runde. Es ist nicht so schwer... Das wäre wieder ein von
von Galcrash, ja. Mann, das Auto läuft überhaupt nicht mehr. Oh Mann! Reicht! Reicht! So, wenn ich jetzt nicht Erster werde, ist auch nicht so schlimm. So, die Kurve ist entscheidend. Wie weit ist er dran? Oh, es sieht gar nicht so schlecht aus. Hey, ich kann das Ding gewinnen! So schlimm war es gar nicht! Auch nicht schlecht mit dem Auto. Ihr habt den Crash. Oh ja, da zieht er nochmal vorbei. Oh, da hat er mich zerledert nochmal. Ja, die überholen mich jetzt alle. Ja, nächstes Rennen fortsetzen oder wie auch immer. Puh, ja, Schaden. So viel Schaden hatte ich, glaube ich, noch nie gehabt. So, Autostufe 5 werde ich sicherlich nach dem. Wow, mir wird ein Lamborghini Reventon geschenkt. Wollen wir mal gucken, was das für ein Auto ist. Ich drehe hier voll ab. Reventon. Hoffentlich ist das so ein neuer Sportwagen, den ich in der R3-Klasse fahren könnte. So, Credits habe ich jetzt. 276.000. Lamborghini ist schon geil. Hui. So, ist natürlich die Frage jetzt, wie stark ist dieser Lamborghini? Kann ich mit dem jetzt dieses Rennen fahren? Oh, ich könnte. Aber den muss ich stark tunen. Aber guckt euch mal Lamborghini Reventon. Ohne Upgrades ist Ihr aktuelles Auto bei Okay. dieser Veranstaltung nicht konkurrenzfähig. Drücken Sie zum automatischen Aufrüsten Gucken. A. Wow, Alter, seid ihr nicht ganz fit in der Birne? 200, die wollen mein gesamtes Vermögen, damit dieser Lamborghini. Alter, nee, das mache ich erstmal nicht. Darüber muss ich erstmal eine Nacht schlafen. Das war's jetzt für dieses Let's Play. Ich hoffe, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.